Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Galaxy 2. Wir sind auf der Suche nach dem grünen Stern und nach der besten Einleitung dazu. Und sind auch dabei in Welt 6 angekommen. Der Schmelztiegel-Galaxie. Galaxie zum perfekten Sternteile-Farm. Ja, wahrscheinlich die schlechteste für die grünen Sterne, oder? Glaub schon. Zumindest ist die zweite Mission da nicht so. Bietet sie nicht so ganz an, finde ich. Da oben ist einer. Okay, den merken wir uns mal kurz. Achso, ich hatte den Ton gerade ein bisschen leiser und habe mich gerade gewundert, ob gerade irgendwie die Musik weg ist, aber... Nee, die war einfach nur super leise. Oh, fuck. Okay, passt. Ich höre doch schon was. Ja, da hinten. Dann nehmen wir den und dann... Flieg! Das passt nicht so ganz. So. Das sollte passen, oder? Nicht ganz. So. Und es passt. Es passt. Es passt! Ich kenne auch meinen Mario Galaxy 2. Seit denen habe ich mich auch noch mehr oder weniger erinnert. Zumindest als ich ihn gesehen habe. Da dachte ich mir so, da war was. Sie sind schon in Welt 6. Jetzt sind wir bei... Ich schätze 50 Parts. Doch, ich schätze schon. 50 Parts und wir hatten irgendwie... Mit 38 waren wir... Mit der generellen Sache fertig, ne? Also mit den normalen Sternen. Das heißt, wir sind jetzt schon ziemlich gut dabei, irgendwie so. Aber irgendwie hat das Parts aufnehmen jetzt nicht so lange gedauert wie für die ersten 38. Ne, es waren nicht 38, waren weniger. Irgendwas mit einer 30 auf jeden Fall. Wow. Irgendwas mit einer 38, mit einer 30. So. Flieg! Okay. Okay, da ist ja schon der nächste Stern, oder? Da ging es ja relativ schnell. Spring. War vielleicht auch nicht die beste Idee. Ich weiß nicht. War doch ziemlich gut. So, haben wir einen Checkpoint. Jetzt ist hier irgendwo der grüne Stern gleich. Mit dem zweiten Tornado, oder? Dem hier. Ja. Über da. Ich bin der Beyblade. Ich hab den Stern. Yeah. Coole Sache. Daumen hoch. Aber schauen wir doch mal, was unterdessen der dritte Grünstern so anstellt. Habe ich recht? Ja. Habe ich. Wo befindet er sich? Was macht er da? Wir werden es gleich erfahren. Yeah. Gott, ne. Ich glaube, ich werde heute leider nicht mehr alle grünen Sterne finden, aber... Damit muss man wohl leben.
als tragische Let's Play-Figur. Ja. Ah, siehste, habe ich mir doch gedacht. Ah, wo ist denn hier der grüne Stern? Sicher habe ich ihn jetzt noch nicht gesehen. Das hier ist eben die Mission, die man super gut Sternteile farmen kann, weil man einfach so unfassbar viele davon bekommt. Aber am besten geht man einfach hier hin, tut da alles einsammeln, so. So habe ich das gemacht, als wir Sternteile brauchten. Naja. Da kann man das relativ gut machen. Dann am besten noch nicht mal den Checkpoint aktivieren, damit man immer wieder welche bekommt. Und jetzt geht's los. Ist bestimmt irgendwo richtig scheiße versteckt. Ja. Das habe ich hier noch nicht gesehen. Da hinten gibt's ja doch irgendwas, oder? Da unten. Okay. Scheiße. Daneben. Ich wollte ja was anderes ausprobieren. Einfach dieser Ton von dieser Bande. Wupp. Ich hab keinen Bock mehr, die ganzen Sternteile einzusammeln. Mir ist langweilig. Lass die jetzt einfach liegen. Wow, wow, das war ein bisschen knapp. So, jetzt aber. Jetzt kommt's drauf an, okay. Weiß Bescheid. Ha! Easy, oder so. Drei Sterne in 15 Minuten. Ja, das ist schmerzt. Aber hey, vielleicht haben wir jetzt noch eine ganz schnelle Galaxie, die wir kurz machen können oder zwei. Ein Augenblick, als ob. Ist mir doch scheißegal, was du zu sagen hast. Ich will mir jetzt von den Hilfgeistern oder so erzählen. Funzelblitz. Die war relativ kurz, die Galaxie, oder? Bitte lass sie kurz gewesen sein. Ich weiß noch, wie sie aussah, aber I don't know, ob sie kurz war. War der Haupt so. I can see a green star. Ich glaube, da oben war irgendwann. So, okay. Auf in ungeahnte Höhen. Hops. Oh Gott, ich muss die Sensorleiste ein bisschen umrollen. So. Vielleicht geht's jetzt ein bisschen besser. Okay. Wo ist der Stern? Ich warte. Hier nicht. Wow. War der hier irgendwo? Bonk. Ja, da oben, oder? Scheiße. Ah. Ja, da oben. Ich wusste es. Nein! Scheiße. Yoshi, komm her. Okay, die Bombe ist weg. Das ist... So. Okay, das geht auch relativ schnell. Dann warte ich mal auf den nächsten Stern. It's time for the next star. Ist das Mikrofon eigentlich richtig eingestellt? Ja. Ja. Grün. Ich habe vor 3 Stunden angefangen aufzunehmen. Vielleicht sind es sogar schon fast 4.
Aber hey, ich bin... eigentlich bin ich gar nicht müde. Irgendwie, aber... Also immer, wenn ich draußen irgendwas höre, dann tue ich nicht so laut sprechen, weil dann... fühle ich mich unwohl. Wo ist denn jetzt der Grünstern 2? In der gleichen Mission, okay. War der irgendwo am Ende? Ja, der muss ja in der zweiten Stelle da gewesen sein. Kann man eigentlich ohne Yoshi da ganz gut durch? Das würde mich mal interessieren. Wusstet ihr übrigens, dass im neuen Paper Mario diese Underground-Musik, dass die total Gangster-Rap-mäßig klingt? Das ist so Trap-mäßig. Ich glaube, das heißt Trap. Das heißt Trap. Wo dieses mit diesem. Die Becken und. Und. Alter! Nein, bleib hier! Yoshi! Idiot! Komm her! Nein! Nicht zum Ei werden! Oh. Das ist ja knapp, ich hab's in seinen Augen gesehen. Er wollte sich gerade in ein Ei verwandeln. Ah. Hey. So, okay. Schnell zum Sternring! Okay. Wo ist jetzt der Grünstern? Wo hat er sich versteckt? Also ich sehe jetzt nicht sofort einen Grünstern. Wo ist der denn? Oder war das eben... Ah! Oder war das eben Grünstern 2, den wir bekommen haben? Moment, gibt's hier überhaupt noch einen Yoshi? Ich glaube, man braucht einen Yoshi. Es gibt keinen Yoshi. Ich glaube, man braucht einen Yoshi. Ja, wo ist der? Wow! Das habe ich überrascht. Aber wo ist jetzt bei der Grünstern? Ich weiß es nicht. Ich kann nur vermuten. Da unten ist er. Ach so. Okay, braucht man vielleicht doch keinen Yoshi. Yeah. Wo kommt der Vogel da unten gerade her? Ist er irgendwie in den Abgrund gedankt mit seiner Stampfattacke? So gedankt? Bin ich dumm oder so? Ich weiß nicht. Ich weiß es doch selbst nicht. Yeah, Galaxie komplett. Okay, noch eine Galaxie. Oh, jetzt habe ich richtig Bock auf... Oh, wie heißt das? Ich weiß gerade nicht, an welches Essen ich gerade denke, aber... Ich habe den Geruch in der Nase. Ich glaube, es ist Hähnchenfleisch. Oder so. Ja. Ach, keine Ahnung. Aber so richtig ranziges vom Aldi oder so. Irgendwie sowas. Hm. Bin jetzt irgendwie voll Bock drauf. So, da oben ist einer. Okay. Ich weiß auch, dass einer irgendwie relativ am Ende bei diesen Drehrädern war. Oder war das die Sternmünze? Kometenmünze, mein Gott. Ich kann es mir aber auch einfach nicht merken. Ja. Aber einer war auch bei diesem Labyrinth. War das Labyrinth in der zweiten Mission? Ich glaub schon. So. Da ist der erste Grünstern. Ey, scheiße. Oh. Nein. Verdammt. Ich verdamme dich. So. Bam, bam, bam. Ha! Easy! Sowas von easy, Alter. Da glaubst es nicht. Peinlich. Okay, der Part ist ein bisschen de-enthusiastisch. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das mache ich erst scheiße langsam.
Mein Gott, ist der langweilig. Wie kann man sowas Langweiliges nur machen? Ich weiß nicht. Ich mache es zwar, aber ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Ist ja gut, mein Gott. Ich sehe keinen Grünstern. Don't see a green star. Aber ich glaube, es war wirklich einer bei diesen riesigen Rädern, die da runterkullern. Auf jeden Fall. 200%. Nee, das passt nicht. Hui. Wow. Was zur Hölle? Nein. Okay. Okay. Das war komisch. Aber okay. In Ordnung. Damit muss ich wohl leben. Ist das irgendwie... Kann man da irgendwie drauf stehen? Ach, ist mir doch egal. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Angst. So, wir fahren einmal eine Runde mit. Hey. Dann ab zur nächsten Stelle. Da kommen wir jetzt hier hin, genau. Da war irgendwo einer. Ich habe auch schon Glitzern gehört, meine ich. Ja, easy. Wo ist der denn? Ich glaube, der war irgendwo da draußen, oder? Irgendwo, wo man diese Ding erstmal umdrehen muss. Ja, da oben. Auf der Ecke. So. Und das finde ich auch relativ cool, weil ich glaube, eigentlich ist das auch nicht... Ich meine, es ist natürlich so gedacht, aber ein Camel im ersten Moment nicht... Wow. Nicht drauf, dass sie daran gedacht hätten, dass man hier drauf kann, ne? Aber wenn sie halt da einen Grünstein packen, dann weiß man schon, was sie jetzt wissen. Der Schatten ist gerade irgendwie ganz komisch gewesen an der Wand. Ganz, ganz strange Angelegenheit. Ja, ja. Oh, wenn ich mich strecke, tut mein Bauch weh. Mein astreiner Waschbrettbauch. Ich wollte gerade sagen Waschbärbauch. Ha, Waschbären. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch selbst, ey. Ah, Waschbären. Coole Waschbären. 1A Waschbären. Ich fall fast um. Okay, aber egal. Denn jetzt geht's weiter. Yeah, letzter Grubstein für diesen Part. Endlich. Ja, und Scheiße, habe ich dann auf den Busch gewartet. Ich wollte das eh nicht mehr länger schon. Ah, so eine ganz komische Stelle. So, stelle ich mich mal hier so drauf und warte ich einfach mal. Lass ich Luigi da sich ein bisschen rumbacken und dann geht das. So. So. Okay, ich glaube, so geht das ganz gut. So. Kann man nicht eigentlich sogar so irgendwie und dann... Okay. Kann man. Ups. Ups, ich wollte eigentlich einen Rückwärtssalto machen. Bling, bling. Kannst du mal hier vorne langlaufen? Alter! Nein, scheiße. Wow. Ah. Kann ich da oben? Okay. Ah Gott. Nein. Okay, wir machen das vielleicht so, wie es geplant ist. Scheiße. Wow. Gott, ey.
Spiel, kannst du bitte mal selbst entscheiden, wie du jetzt gespielt werden willst. Und nicht so bitchy dabei sein, danke. So, da gehen wir dran. Den strapsen wir einfach mal nach da unten. So. Na, mein Guter. Hilfe! Hä? Müssen wir was anderes machen? Ah, Schalter. So. Da haben wir den und dann bringt er uns den Grünstern, ja. Oh, vielen Dank. Powerstern. Ich will auch nicht zum Powerstern, ich will zum Grünstern. Jetzt rein. Ups. Hier links irgendwo, oder? Da hat man wieder gesehen, wie die einfach wegploppen. Okay. Where is the green star, please? Tell me where the fucking green star is. One up. Oh, fuck. Nein. Kann ich an dem Stein keinen Wandsprung machen? Ich hab gehofft, dass ich da irgendwie so mit tricksen kann. Episch. So. Speedrun. Heute ist Speedrun-Tag. Das heißt, so viele Speedruns, wie ihr kriegen könnt, könnt ihr auch behalten. So, okay. Da ist die Sterne, genau. Dann kam hier gleich irgendwo so der Grünstern. Oder war der da vorne irgendwo? Moment, hier hatte ich mich doch beim Originalpart so hoch geglitscht, ne? Also gecheatet irgendwie. War das so eine Fläche? Ah, okay. Man kann aber sich auf der nicht ducken, oder? Doch. Aber nicht abspringen. Nee, okay. Notiert. Hatte ich das so gemacht? Ah, das passt. Ah, fuck. Alter! Wieder weg, du. Blöder Mensch. Mit auf Tumbala. Ah. Okay. So, ich habe Grünsterne gehört. So, sagt mir wo. So sagt mir wo. So saget mir, wo sie seien. Alter. Hier nicht. Doch, da hinten. Gehen wir mal drauf, ne? Steigen wir auf. Und zum Beispiel mal mitrollen. Und wir warten, und wir warten. Fuck, und wir warten zu lange, und wir warten zu lange, und wir warten zu lange. Wir warten, scheiße. Nein, no, no, no. Scheiße. Da! Und wir hatten bestimmt keinen Checkpoint mehr, oder? Oh fuck, der Part ist schon viel zu lang. Ah, scheiße. Oh nee. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich den dann irgendwie splitten muss. Am besten vorne bei der Stelle, wo es so richtig hart langweilig ist. Kann ich nicht auch irgendwie so da?
Okay, nee. Wir lassen es bleiben. Wir nehmen einfach den Trick, den wir schon kennen. Doch. Da. Ah. Bam, 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 bam. Okay. Jetzt. Hoch hier. Oh, das dauert alles so lange. Fuck. Fuck, 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 fuck. Lass mich los. Ah, Gott, nein. Ah, scheiße. Nein, was ist hier los? Ah. So. Okay. Also hoch da. Scheiße. Kann man da nicht... da kann man doch bestimmt auch irgendwie so cool abschwimmen. Ui! Moonjump! Ich hab's mir gedacht, ich kenne auch meinen Mario Galaxy. Ich kenne auch... Ich weiß auch, wie es läuft. So. Komm runter. Scheiß Stein. Er grinst wie mir. Die grinst mich auch so herausfordernd an. Haha. Willst du meinen Stein haben? Den kannst du haben. Muss ihn doch finden. Irgendwo hier habe ich den geilen grünsten Stern der Welt versteckt. Und wir haben ihn. Haha. Damit danke ich fürs Zuschauen. Dankeschön. Und verabschiede mich. Surprisingerweise. Bis zum nächsten Mal. Bye.